Hallo ihr Lieben, heute gibt es mal wieder ein Schokoschaben-Video und heute möchte ich mal zeigen, was sie so zu fressen bekommen, meine Jungs und Mädels. Sie sind ja jetzt in ihrem neuen Domizil. Ich habe ja ein größeres Terrarium für sie gekauft und da versucht so viele wie möglich von den Schaben reinzusetzen. Also ein schönes Männchen zum Beispiel. Also vor allem die Großen waren sehr schwer einzufangen und rüber zu transferieren. Das war gar nicht so einfach. Ihr könnt hier sehen, also Zucchini, die kommen immer gut, die lieben sie total und da stürzen sie sich auch drauf. Dann haben sie hier ein bisschen Salat gekriegt. Da sitzt eine große drauf gerade. Und das ist ihr absolutes Lieblingsfutter. Das sind Hundefutterpellets. Sie lieben sie. Ihr seht, wie es da rund geht. Gerade vorhin, wo jetzt nur die Zucchini da war, waren halt ein paar da. Sobald diese Pellets drinnen sind, geht's rund. Also die streiten sich um die Dinger. Das ist ein Wahnsinn. Also da kommen alle Schaben zusammen. Ihr seht, die eine zieht am einen Ende, die andere am anderen Ende. Da hinten war gerade wieder ein Kampf. Und das ist eindeutig das, was sie am liebsten mögen. Lustigerweise, immer erst bei solchen Fütterungsaktionen sehe ich, wie viele Schaben wir eigentlich haben. Ansonsten verstecken sie sich ja gerne unterhalb. Und ja, da seht ihr zum Beispiel ganz links oben eine frisch gehäutete Schabe. War da jetzt eine weiße? Ja, also ihr seht, das ist eindeutig das Futter, das sie am liebsten haben. Das ist ihre Proteinzufuhr und das brauchen sie auch ganz, ganz dringend immer. Diese Pellets sind eigentlich ganz hart, also das ist so ein Trockenfutter, das man normalerweise anmischt, halt mit ein bisschen Wasser, damit es weicher wird. Für Hunde halt. Und das ist wirklich das absolute Nonplusultra, das man haben sollte, wenn man Schaben hat, weil das mögen sie wirklich, wirklich gerne. Und ich glaube, deswegen gedeihen sie auch so extrem gut bei uns, weil sie kriegen immer einmal pro Woche kriegen sie diese Pellets und da geht's rund. Also da hört man sie in der ganzen Wohnung. Ihr hört das jetzt nicht, weil ich den Ton rausschneiden musste, den Originalton, weil im Hintergrund meine Kinder gespielt haben. Aber da, die sind irrsinnig laut. Also man hört die Pellets und man hört sie, also die Schaben selbst, also die Beinchen und die Chitinpanzer, wie die aneinander reiben und so. Also das ist unglaublich. Also die hört man vom Wohnzimmer aus bis also du. Ich habe das erste Mal, wie ich es gefüttert habe, da wusste ich zuerst gar nicht, was los ist. Und dann bin ich schauen gegangen und dann waren das unsere Schaben, die so laut waren. Ja, die Großen, die setzen sich halt meistens durch bei diesen Sachen, lassen aber auch die ganz Kleinen normalerweise mitfressen bei ihren Pellets. Ja, ich hoffe, das kleine Video hat euch gefallen. Und hat euch auch was gebracht, falls ihr selber Schaben züchtet. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid und ich freue mich natürlich auch über jedes Like. Tschüss!